Ja, bevor wir das machen, sollten wir die Waffe wegschmeißen. So, Gegenstand wegwerfen. Ja, wollen wir. Und sie hat bestimmt keinen guten Wert in Hiebwaffen. Den Speer könnte sie werfen, aber der ist magisch. Den wollen wir nicht wegwerfen. Ja, und die Elfen haben gar keine Ersatzwaffen mehr. Das ist nicht gut. Dann gehen wir noch mal kurz den Streitkolben zu Talana. Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Und Makano. Auf den Silberstreitkolben. Nanu, da. Der Silberstreitkolben ist nicht magisch. Das kommt jetzt unerwartet. Aber vielleicht allein die Tatsache, dass er aus Silber ist, hilft irgendwie. Und es ist bestimmt besser als keine Waffe. Gucken wir mal ganz kurz. Attacke Parade. 9, 10. 8, 5. Okay, du kämpfst jetzt eine Weile mit den Fäusten. Können wir irgendwie Gerugon hier hinbekommen? Also andersrum, wir hätten eigentlich Talana vielleicht da lassen sollen, dann könnte sie sich hierher teleportieren, aber na gut, so viel reist er ja nun auch wieder nicht. Also gucken wir einfach mal hier weiter. Ha. Irgendwo eine Illusionswand? Oder war das Ganze nur für den Streitkolben? Wie schaut es denn andersrum aus? Ich nehme mal ganz kurz Tirik seine Axt weg. Oh, er hat Mut verloren. Nicht gut. Und gib sie ihr. Kann sie nicht. Geht das so rum? Ja, so rum geht's. Und guck jetzt mal Attacke Parade. 5-0. Oh, das hat Tirik vorhin bis vor kurzem auch noch gehabt. Geben ihm jetzt den Silberstreitkolben. So. Weil er kann damit besser umgehen als Gwendolyn. Und im Idealfall macht Gwendolyn jetzt so viel Schaden wie Tirik. Und Tirik trifft einigermaßen mit dieser neuen Waffe, die wohl irgendwie wichtig ist, wenn sie einen extra Bereich im Dungeon bekommt. Denn hier geht sonst nicht weg. Na gut, dann zurück zu Gerugon. Zip, 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 zip. Knirschen, genau. Und wieder zu. Jo. Na gut. Gucken wir mal hier oben hin. Und hier könnten wir jetzt runtergehen. Wollen wir das überhaupt? Nein, wollen wir noch nicht. Wir wollen erstmal gucken, was hier oben noch ist, was da noch ist und was da unten ist. Ja, oben war schon mal nichts. Hier steht eine Statue, die einen geköpften Raben darstellt. Offensichtlich eine Verhöhnung Borons. Wollt ihr das blasphemische Artefakt zerschlagen? Ja. Oh oh. Als ihr auf die Statue einschlagt, durchzuckt ein greller Blitz den Raum. Einige Minuten später erlangt ihr das Augenlicht wieder und könnt erkennen, dass sowohl die Statue nicht mehr existiert, als auch sich in der Westwand ein Gang aufgetan hat. Einige Minuten lang? Das klingt ja irgendwie übel. Und da könnten wir jetzt wohl raus. Also machen wir die Tür hier auf. Mürrum hat keinen Dietrich. Ja, Gwendolyn soll ja auf. Hier ist nichts. Aber kamen wir durch die Wand nicht vorher auch schon? Oder hatten wir uns da teleportiert? Ah, vielleicht haben wir uns teleportiert. Na gut, sparen wir auf dem Rückweg schon mal ein wenig Astralenergie. Also, rückwärts und da runter. Darum. Da waren ganz viele komische Geräusche. Und alle haben Mut verloren. Schlägt sich das auch auf die Magieresistenz aus? Ja, bestimmt. Alle haben 5. Tirik hat 7 inzwischen. Also Tirik dürfte auch nicht mehr versteinert werden. Mürrim eh nicht. Yallen ist ganz kurz davor. Die bräuchte noch einen Punkt. Ja, sie ist sowieso abgedeckt. Gerugon und Gwendolyn sind das Problem. Ja, müssen wir mal schauen. Erstmal gucken, was hier ist. Ein Skelett. Na gut. Da probieren wir nochmal unsere Theorie aus, dass Gwendolyn nicht so viel Schaden macht wie Tirik. Ja, klappt soweit. Armer Tirik muss sich die Axt wegnehmen lassen. Jo, was haben wir denn da? Ein Schädel. In dieser Richtung geht das nicht weiter. Und mit dem können wir nichts machen.
zaubern. Talana. Können wir dich irgendwie zerstören? Talana, Veränderung. Talana, Kampf? Nein. Antimagie? Destructibo? Also ich konnte ihn sprechen, aber er macht nichts. Oder ist misslungen. Also einfach nochmal. Wir haben ja genug Tränke dabei. Antimagie, Destructibo, misslungen. Antimagie, Destructibo. Okay, vielleicht soll man damit auch einfach nichts mehr hauen, es ist nur Deko. Also, wir hätten gerne Zaubertränke, die nicht stark sind. Wenn wir davon überhaupt noch welche haben. Ja, einer. Du bist stark. Du bist auch stark. Du auch. Wir haben sehr viele starke Zaubertränke. Und da ist das Gift. Okay, dann halt einen starken. So. Und hier ist eine Sackgasse. Was soll denn das jetzt schon wieder? Talana, mach mal Penetritzel. Da ist nämlich ein Raum. Keine Geheimwand. Na gut. Dann halt auf die alternative Methode. Transversales. Dahin. Wow. Drei Mumien. Und zwei Zauberer. Okay. Du. Genau. Du. Auch den da mit deinem Silberstreitkolben. Vielleicht sollte der doch lieber an die Mumien rangehen. Und du zauberst mal einen Blitzdichtfind auf den da unten. Magier. Magier ist geblendet. Du zauberst einen Fulminictus auf den. 19 Trefferpunkte. Das ist ordentlich. Das war auch ordentlich. Mit seinem gesegneten Rondra-Kamm. Und du verbrennst die Mumie vor dir mit, sagen wir mal, 4, in der Hoffnung, dass das reicht. Ja, der Schaden scheint irgendwie verdoppelt zu werden bei den Mumien. Also der Feuerschaden. So, du greifst nicht den Magier direkt an. Du tänzelst ein wenig rum. Und greifst ihn dann an. Du zauberst Kampf Fulminictus auf den. Au, 16 Trefferpunkte auf Gwendolyn. Du machst auch ein wenig Platz und haust von der Seite mit deinem Streitkolben. 8 Trefferpunkte. So, du Kampf Ignifaxius. Bei dem nehmen wir nur 3. Hat ja schon Fulminictus abbekommen. Ah, reicht nicht, aber bestimmt ganz knapp. Du dahin. Zaubern. Kampf. So, ein Magier weg. Sehr gut. Du stellst dich dahinter. Eine Mumie trifft Mürren. Ah, da sollten wir gleich mal gucken, ob die sich irgendwas eingefangen hat. Du haust dem in den Rücken. Du stehst ungünstig. Geh mal dahin. Abwarten. Du dahin. Ah, der dürfte nicht mehr viel aushalten. Schritt zurück und auf die schießen. Ja, doch, sieht sehr gut aus. Also abgesehen von den 16 Trefferpunkten auf Gwendolyn durch den Zauber, haben wir fast keinen Schaden genommen. Aber dafür auch jede Menge Astralenergie verbraucht. So, du willst fliehen. Nee, mein Junge. Du bleibst schön hier. Totenkopfgürtel. Oh, die kenne ich noch aus dem dritten Teil. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. 60 Abenteuerpunkte. Die schönen Dinger haben nämlich die Totenangst reduziert. Was sehr wichtig ist im Kampf gegen Untote. Denn je höher die Totenangst ist, desto schlechter trifft man. Und pariert eventuell auch, das weiß ich nicht. Der einzige Haken ist, wir können die nicht am Gürtel tragen, sondern nur an der linken Hand. Also werden die auch erst im nächsten Teil interessant. Aber dafür können wir sie ja schon mitnehmen. So, Gwendolyn isst bitte 2 Wirselkräuter. Die Elfen sollten auf jeden Fall auch einen Trank trinken. Und die Flasche mal gegen eine volle tauschen. So.
Du trinkst auch ein. Du trinkst auch ein. Und schon reduziert sich unser Vorrat doch beträchtlich. So, was haben wir hier noch? Hier führt ein mechanischer Aufzug nach unten. Oh, edel, edel. Probieren wir doch mal den Fahrzeug aus. Hier führt ein mechanischer Aufzug nach oben. Nein, wir wollen uns hier unten umgucken. So, da irgendwo war diese komische Falle. Das heißt, wie machen wir das jetzt? Wir statten erstmal die Damen richtig aus. So, du hast Magieresistenz 6. Du trinkst mal den Muttrank. Nicht Körperkraft. Mut. Bei Jalan sinkt Mut um 7 Punkte. Okay. Und ihre Magieresistenz hat sich nicht verändert. Oh. Aber Mut ist eigentlich dafür zuständig. Aber vielleicht nimmt er den permanenten Wert und nicht den temporären. Trotzdem sehr kurios. Das haben wir von der Elfe bekommen. Okay, von einem Elfengeist bekommen. Aber trotzdem, der schien nett zu sein. So viel dazu. Gegenstand wegwerfen. Dann halt anders. Du bekommst den Stirnreif. Und Talana kann den Lederhelm nicht benutzen. Ja, du musst den Stirnreif jetzt Talana geben. Damit Talana ganz viele Flaschen wegwerfen kann. Und dann den Ring rüberschieben. Die Stirn drauf meint natürlich. So, weg mit dir. Du dahin. Magieresistenz 8. Mürrim hat eh schon 8. Tirik hat 7. Dürfte also auch nicht gelähmt werden. Gwendolyn kriegt den Ring. Gwendolyn brauchen wir fürs etwaige Schlösserknacken. So. Magieresistenz 7. Und Gerugon hat halt die Arschkarte. Außer das Ding bringt irgendwas. Nö. So, zurück. Wir lassen jetzt echt nur Gerugon hier. Und schauen uns aber mal da vorne um. Hier war eine Truhe. Haben wir da schon irgendwas mitgenommen? Gwendolyn, knack doch mal bitte. Wir haben ein Alchemie-Set. Charisma-Elixier, Wunderkur. Rezept für lauter schöne Sachen. Gegengift, Wunderkur, Charisma-Elixier, Alchemie-Set. Einfach nur so, weil wir es können. So, ist irgendjemand ganz toll überladen? Nein. Schön, die Rezepte behalten wir jetzt auch. Die schreibe ich mir nicht wieder auf. Denn anscheinend gibt es im zweiten und dritten Teil ein Rezeptbuch, wo man die reinpacken kann. Kann ich mich so gar nicht dran erinnern. Aber das machen wir auf jeden Fall. Weil starker Zaubertrank selber herstellen klingt nicht schlecht, wenn man mal länger keine große Stadt sieht. So. Jetzt gucken wir, ob wir hier... Ah, keine Fehlermeldung, obwohl ich nach vorne klicke. Also gehen wir da mal wieder rückwärts durch. Und gucken jetzt, was da unten ist. Ein Skelett. Abwarten. Abwarten. Geh mal hinten rum. So. Du benutzt den Silberstreitkolben. Trick, trifft Trick für 6 Trefferpunkte. Eigentlich wollte ich gucken, ob der jetzt bei den Untoten mehr Schaden macht und nicht an Trix. Aber ja. 10 Trefferpunkte. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es ein guter, normaler Treffer war oder ein schlechter, verdoppelter durch Anti-Untot. Müssen wir aber nochmal wiederholen. Trick. Kommt gar nicht mehr dran. So, also die Falle konnten wir anscheinend einfach so umgehen. Und hier haben wir eine Truhe. Was haben wir da? In dieser Truhe lagert auf Samt gebettet eine seltsame Apparatur aus mehreren Kristallen, von der ein sanftes violettes Leuchten ausgeht. Wollt ihr die Apparatur mitnehmen oder zerschlagen? Oh, 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 da geht's in der Gruppe jetzt richtig rund. Okay, Talana will es auf jeden Fall mitnehmen, da es nicht offensichtlich böse ist und wir sonst schon alles kaputt gemacht haben, was sie gerne hätte. Ja, die Elfen sind natürlich dagegen. Aber ja, Talana hat recht. Sie sollte ja eigentlich die Artefakte bekommen, die wir so finden. Stattdessen wollte sie keine Bezahlung. Lassen wir sie dieses Ding jetzt einmal mitnehmen.
Und wenn sich irgendwie unterwegs herausstellt, dass es doch etwas Böses ist, können wir es immer noch zerstören. Also, Apparatur mitnehmen. Versuch misslungen. Gwenna wird von einer Giftnadel gestochen und versteinert binnen weniger Sekunden. Tut sie das wirklich? Ja, tut sie. Obwohl wir Magieresistenz 7 haben. Ah, da muss der Tempeldiener nachher wieder ran. Oder wenn wir Level Up haben, Talana. Zauberfertigkeit. Ja, da fehlen noch ein paar Punkte. Gut, nochmal. Mitnehmen. Tirik. Mitnehmen. Mürrem. Nee, nee, nee. Anscheinend kann man den nicht mitnehmen. Wir haben noch Yallin. Ja, Yallin wird versteinert. Nee, so wird das nix. Na gut, dann wieder. In die Richtung geht das nicht weiter. Das ist nicht gut. Ah, hier war der Durchgang. So, sag doch mal bitte Gerogon ein. Gruppe vereinigen. Jetzt haben wir Talana und Gerogon, die jetzt wieder zurück in die Stadt laufen. In den nächsten Tempel, den Tempeldiener holen und da die Leute entsteinern. Ja. Obwohl, haben wir hier noch irgendwas zu tun? Ja, das hier müssen wir noch aufdecken. Das könnten wir mit Talana und Gerogon versuchen. Aber nein. Komm, raus hier. Aufzug benutzen. Oh. Bis auf die beiden Zauberer und die Mumien, die hier offensichtlich Wache stehen, ist der Raum leer. Ja. Am Boden ist mit frischem Blut ein Heptagramm gezeichnet, über dem seltsame grünliche Nebelschwaden stehen, aus denen sich langsame, halbkonkrete Formen bilden. Wollt ihr die Beschwörung unterbrechen oder euch wieder verdrücken? Wir verdrücken uns. Gut. Hier kommen wir nicht raus. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind den Dungeon falsch rum angegangen. Weil wir sind durch den Fahrstuhl runtergefahren und nicht. Na gut, lassen wir das. Da oben war der Ausgang. Dazu konnten wir irgendwo hier durch. Rückwärts. Zopp, stopp, 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 stopp. Dann konnten wir hier irgendwo durch. Oder mussten teleportieren. Ich glaube, wir haben uns teleportiert. Ich guck mal. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Nee. Okay, teleportieren. Talana. Bewegung. Transversales. Gleich zum Ausgang. Raus. Nochmal teleportieren. Transversales. So. Jupp. Und raus hier. Mann, Mann, Mann. Auf nach Otterche. Und zum nächsten Tempel. So. Hier speichern wir jetzt erstmal ab. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, hat sich der Tempeldiener schon wieder dran gemacht, unsere Leute zu entsteinern. Und dann können wir gleich wieder losziehen. Das mache ich also off-camera. Also speichern. 75 und wir sehen uns gleich entsteinert wieder. Bis denn, ne?